hier spricht Hör mal zu. Die Konkurrenz hat sich schon aufgereiht. Eden, Butler, Macmillan. Sie müssen sich irgendwie am Starttor positionieren. Denn es ist ein Rennen um den größten Preis von allen. Ihnen nachfolgen, Sir? Ja, Sir. Ich will auf den Sieger setzen. Es gibt keine schwerere Last. Und keinen größeren Verdienst als Premierminister dieser unserer außergewöhnlichen Nation zu sein. Ich brauche Zeit. Zeit? Nutzen Sie den Moment! Was ist das? Verzeihung. Bringen Sie Mr. Pearson eine Tasse Kaffee, bitte. Ich will keinen Kaffee. Also, was bedeutet dieser Brief? Wonach sieht es denn aus? Es sieht aus wie ein Brief von dir mit der Drohung, mich zu enterben, wenn ich meine Socken nicht hochziehe. Seit ich dich aufnahm, verwaist, wie du warst, durch äußerst traurige Umstände. Hast du meine Investition in deine Erziehung vergolten, indem du jede Chance ignoriert und mir stattdessen nichts als Undankbarkeit entgegengebracht hast, etc. Den habe ich nicht geschrieben. Ist er nicht attraktiv, Emily? Und jede Wette sehr nützlich. Ich liebe dich. Erledigt. James hat absolut recht. Sie sind wirklich sehr nützlich. Guten Abend, Captain. Ahmed. Mr. Enderby? Ich fürchte, der schläft, Sir. Und Harry? Beide schlafen. Muss wohl eingenickt sein. Offenbar. Sie kommen spät. Nun, ich war noch im Club. Dann stimmt die Zeitung. Was meinen Sie? Da gehen Sie doch nur hin, wenn was im Gange ist. Diskretes Auskundschaften Ihrer Perspektiven. Wie war Ihre Woche? Tja, also nichts Neues an der Wahlkreisfront. Nur so viel. Sie sollen die neue Pfadfinderhütte eröffnen. Ja. Kleiner Schlummertrunk und ein Spiel? Heute nicht, John. Ich sah, die Tür steht offen. Und oh, da, eine Nachricht. Idiot. Was ist denn? Übrigens, sein Ziehvater ist Clive Trevelyan. Wirklich? Sein Vormund, um genau zu sein. Jedenfalls hatten sie gestern einen schlimmen Streit. Und zu allem Übel ist Jimmy auch noch nachgefahren. Wo ist er hin? Devon. Ich fahre in diese Richtung. Ich könnte... Und wieso sollte ich bei einem Fremden einsteigen? Nun, weil ihr Legonda eine neue Nockenwelle braucht. Haben Sie mir gestern Abend erzählt. Ja, was für eine Plaudertasche ich bin. Was fahren Sie denn? Eine M2 Rostlaube. Aber sie steht jetzt draußen. Sie hat 4 Räder und eine gut funktionierende Nockenwelle. Geben Sie mir 25 Minuten. Hat die Polizei schon was rausgefunden bezüglich des Wohnungseinbruchs? Nicht, dass ich wüsste. Seltsame Sache. Nichts fehlt, gar nichts. Ich bin mir nicht sicher. James bekam eine Nachricht auf meinem Londoner Briefpapier. Angeblich von mir. Sehr seltsam. Von wem ist der türkische Honig? Hat der Frauenverein geschickt. Als Dank für ihren Vortrag. Ihre Lieblingssorte. Raymond West rief an. Er sitzt in Frankreich fest und will nicht, dass seine Tante ganz allein ist. Bei dem Wetter. Ich habe ihm gesagt, sie kann zu uns kommen. Von mir aus. Der Privatsekretär des Premiers hat angerufen. Und zwar wegen ihres Gesprächs im Club gestern. Unbedeutend. Gut. Ich sagte, Sie rufen zurück. Ich bin nicht da. Den ganzen Tag. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Wo wollen Sie denn nachdenken? Oben im Moor, keine Ahnung. Sie sind mein Hausverwalter, John, nicht mein verdammtes Kindermädchen. Schluss damit. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Heute schon was gefangen, Harry? Harry sagt, nein, noch nichts.
Die Speisekarte, bitte. Der Koch liegt seit 3 Tagen im Bett mit einer Erkältung. Ich kann Ihnen Brot und Käse anbieten. Ich könnte nach ihm sehen. Nein, morgen wird er wieder auf dem Damm sein. Das kommt ganz darauf an, wie krank er ist. Armer Mr. Stone. Würden Sie ihm gute Besserung von mir bestellen? Miss Purshouse. Woher kennen Sie Archie? Letzte Woche, da fragte ich ihn in der Küche nach dem Geheimnis seines Soufflés. Oh ja. Ja, sein Soufflé ist gut. Page! Er meint Portier. Ich lasse Ahmed den Wagen holen. Ich fahre selbst, danke. Oh, wenn Sie meinen. Verdammt. Vorsicht. Bevor Sie fahren, Captain, Ihre Arme haben in etwa die gleiche Länge wie die von Raymond. Dürfte ich? Ellenbogenbrücken? Ist das eine Mrs. Herbert Stevens? Fragen Sie John, er ist der Gärtner. Oh. Auf Wiedersehen, Miss Marple. Auf Wiedersehen, vielleicht ist ja morgen Gelegenheit zu einem richtigen Schwätzchen. Was, wenn der Sekretär des Premiers wieder anruft? Sagen Sie, dass sich das Problem von selbst lösen wird. Schon bald. Woher ist diese Waffe? Aus meiner Handtasche hat Daddy mir zum 21. geschenkt. Sie sagten gerade... Ich will ein Interview mit Trevelyan. Fluch der Aasgeier. Ich hasse Journalisten. Bleiben Sie ruhig, ja? Ich will die Wahrheit über ihn erfahren. Dazu lasse ich mich nicht benutzen. Wieso hassen Sie Journalisten? Liegt es vielleicht an Daddys Problemen? Die Schwarzmarktgeschichten im Krieg? Der Versicherungskram? Oh, und diese extraordinäre Party, die er gab in Biarritz mit den Windsors und den Gendarmen. Das können Sie niemals drucken. Nicht in der Gazette, aber ich kann es an eines der Sensationsblätter weiterreichen. Hören Sie, ich brauche etwas Großes, Emily. Wie, ist ganz egal. Keine Ahnung, wo Clive steckt. Wie kam es zu der Anstellung bei Mr. Trevelyan? Ich schulde ihm mein Leben. Er rettete mich aus dem Niemandsland unter deutschem Beschuss 1917. So hat er seinen Orden gekriegt. Ich blieb Soldat bis 37. Wusste danach nicht recht, was anzufangen, und Clive lässt mich seitdem hier nach dem Rechten sehen, wenn er nicht da ist. Er muss ein guter Freund sein. Oh ja, ein echter Kamerad, Miss Marple. Da denkst du, du kennst jemanden? Hm? Es ist nur, ich tippe seine Memoiren und... er hat gestern Abend das letzte Kapitel diktiert, dabei ist es beim Verlag erst in 6 Wochen fällig. Na, gut. Wo ist er? James? Ich muss ihn sprechen. Wo ist er? Der Captain ist nicht hier. Wo zum Teufel steckt er denn? Nicht in dem Ton. Die Lady. Keine Sorge. Man vergisst sie schnell einmal, wenn man wütend ist. Kennt der Captain zufälligerweise einen Mr. Frank Erwell? Erwell? Noch nie gehört von ihm. Und... gibt es ein Hotel in Exempton? Ja, das 3 Crowns. Wieso? Ich glaube, er übernachtet heute dort. Ich komme gerade aus Exempton. 2 Stunden zu Fuß sind Sie sicher? Oh ja. Gut, gut. Captain Trevelyan, hätten Sie angerufen, hätten Sie mein bestes Zimmer haben können, aber... Mr. Kirkwood? Ja, Captain? Frank Erwell. Der Name ist meiner Fantasie entsprungen. Hä? Ah, Sie meiden die Presse. Ganz genau. Oh, eine Ehre für uns, Sir. Und ich hoffe, Sie kommen jetzt öfter. Es ist kein Feuer auf dem Zimmer, Sir. Der Kohlenmann ist wegen des Schnees nicht durchgekommen. Ich bin schon an einigen kalten Orten gewesen. Ist mir stets gelungen, mich warm zu halten. Ja, jede Wette. Und das Abendessen ist auch nicht sehr üppig. Es wird Zeit für Ihr Liebstes, Sir. Ich werde heute die andere Backe hinhalten. Wir unterbrechen das Programm für eine polizeiliche Warnung. Der gestern Abend aus dem Dartmoor-Gefängnis entflohene Sträfling wird nun in der Umgebung von Exempton vermutet. Er wird als gefährlich beschrieben und man sollte sich ihm unter keinen Umständen nähern. Tragen Sie sich bitte hier ein, Mr. Smith. Smith? Oder Jones? Ah, Jones. Smith Jones. Mit Bindestrich. Und kein Gepäck, Mr. Smith Jones? Unglücklicherweise im Zug vergessen. Mr. Kirkwood, ich habe meine Brille leider irgendwo verlegt. Ich weiß nicht. War das
Captain Trevelyan, der da eingecheckt hat? Oh ja, Clive ist Stammgast hier, ja. Also, Zimmer 4 dann. Mr. Smith Jones, kommen Sie. Trevelyan ist hier? Ja. Oh, für mich nicht mehr, Clive. Ganz sicher? Dann aber nur noch ein Tröpfchen. Sie sind so überzeugend, Clive. Miss Willett? Nein, sie trinkt nur Wasser. Sonst wird sie ganz rot im Gesicht und dieser Anblick ist gar nicht schön, oder, Violet? Clive, ganz ehrlich, wie finden Sie Ihr neues Kleid? Ich finde es sehr hübsch. Wäre da nicht meine Brosche, die sie sich einfach ohne vorher zu fragen ausgeliehen hat, ginge es gar nicht. Passt auch gar nicht zu den Ohrringen Ihrer Großmutter. Ach, Miss Passhaus. Der übliche Tisch für Sie? Haben Sie meine Brille schon gefunden? Leider nein. Der Koch liegt seit 3 Tagen im Bett mit einer... Mr. Kirkwood, bereiten Sie doch nach dem Essen einen Tisch vor für das Ouija-Brett. Mutter, nein. Sei nicht so langweilig. An so einem Abend die Geister zu kontaktieren, ist doch wahnsinnig aufregend. Ein Mr. Zimmerman, Sir, fragt, ob Sie einen Drink mit ihm nehmen würden. Entschuldigen Sie mich. Es wird nicht lange dauern. Kennen Sie Jim? Mr. Burnaby? Emilys augenblicklichen Verlobten? Sehr flüchtig. Ich freue mich so für Emily. Wird auch Zeit, dass sie sesshaft wird. Oh, ich bin froh, dass wir hier und nicht da draußen sind. Sie müssen doch ein paar faszinierende Dinge über Politik hier aufschnappen. Oh. Ich denke, die sind vertraulich, Charles. Sie glauben doch nicht an diesen Unsinn, oder? Wissen Sie, ich kannte mal einen Kerl in Oakland. Der sah den Geist seines Bruders, bevor er überhaupt starb. Nehmen wir unsere Positionen ein. Ja, Captain, Sie sitzen hier. Evadne. Setzen Sie sich neben mich, falls Sie nervös sind. Oh, danke, ich bin nicht nervös, ganz und gar nicht, wirklich. Ich bin im Verein für übersinnliche Studien in der Lyme Regis Zweigstelle. Oh. Das Licht bitte, Mr. Kirkwood. Treten wir also in Kontakt mit den Geistern. Sind wir alle aufnahmebereit? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ist jemand da? Sind wir in Gegenwart eines Geistes? Ich bitte Sie, wir dürfen den Kontakt zu dem Geist nicht verlieren. Wohl wahr, genau. Wir sind privilegierte Gäste in einer anderen Welt. Und wir sollten Ihre Gastfreundschaft nicht ausnutzen. Ich gehe Enderby nach. Der wird schon zurechtkommen. Ein Held reicht doch wohl. Ich weiß nicht, woher diese sarkastische Seite stammt. Nicht von meinem Familienzweig. Es gibt keinen Briefkopf für seine Rede über Frauen in Westminster. Aber wer hat das geschickt? Vielleicht der Einbrecher aus seiner Londoner Wohnung? Nun, jedenfalls jemand, der seinen Geschmack kennt. War Raymond sehr verstimmt, als ich die Verlobung auflöste? Ich meine, nachdem er mir Jim vorgestellt hatte. Ja. Aber wie ich ihm sagte, seine Romane sind voller solcher Dinge und weitaus schlimmer. Nein, verstehe, danke. Mr. Enderby? Constable Narricots Schwester sagte, er ist in Plymouth. Sein Sergeant ist in den Flitterwochen und die Straßen nach Exhampton sind blockiert. Es gibt keine Polizei. Aber das geht doch nicht. Ich war Hilfspolizist im Krieg. Würden Sie mich als Befugten akzeptieren? Guter Mann. Also, wenn die Gäste aufstehen, servieren Sie wie immer Frühstück. Sagen Sie nicht, was passiert ist. Gut. Würden Sie wohl zurücktreten, während ich Westminster anrufe und die nationale Tragödie offiziell mache? Natürlich. Unter normalen Umständen würde ich Sie natürlich begleiten, aber... Ich habe den Weg freigeschaufelt, Miss. Und ich soll Sie ganz bestimmt nicht begleiten? Nein, danke. Erwähnte Charles zufällig Jim? Ich fürchte nicht. Wieso ist der Captain gestern Abend nicht zurückgekehrt? Das ist im Augenblick noch ein Rätsel, Mr. Gully. Ich werde beten für seine Seele. Was ist das? Eines seiner Souvenirs aus Ägypten.
Der Skorpion, an dem hing er am meisten. Aber wieso hatte er ihn bei sich? Er lächelt, denken Sie nicht auch? Das ist bloß die Leichenstarre. Grinsen des Todes. Der arme, arme Mann. Solch ein Verlust für die Nation. Und ganz zu schweigen von denjenigen von uns, die das Glück hatten, sich in der Wärme seines Lächelns zu sonnen. Ganz recht. Das gehört Ihnen, oder? Oh ja, allerdings. Danke. Wo waren Sie zwischen 11 Uhr und Mitternacht? Ich war auf meinem Zimmer. Allein? Nein, zusammen mit einer Flasche Portwein. Er deutete beim Dinner Clive gegenüber an, dass er ihn töten würde. Das war ein Scherz. Hat noch jemand diese Drohung gehört? Ja, ich habe es gehört. Und Dr. Bird auch. Das ist doch verrückt. Hinsetzen. Sie sind ja nicht zuständig. Ich habe die Zuständigkeit übernommen. Lassen Sie mich los. Dann eben auf Ihre Art. Ist das Jim? Ich fürchte ja, Mr. Fuße. Lassen Sie ihn raus, er ist verletzt. Das geht nicht. Was? Ich sag nicht, dass er es war. Auch nicht das Gegenteil. Aber solange ich nicht weiß, was zutrifft, bleibt er da drin. Ich bin unschuldig. Sicher, Darling, und das werde ich beweisen. Ich liebe dich, Emily. Ich liebe dich auch. Versprichst du, dass du es beweisen wirst? Ich verspreche es. Was zum Teufel ist denn hier los? Ja, ich habe Ihre Speisekammer requiriert, Mr. Stone. Und wie komme ich dann an den Lunch? Was brauchen Sie denn? Die Zutaten. Die Vordertür und die Hintertür waren abgeschlossen. Das habe ich überprüft schließlich. Läuft ein Sträfling draußen rum. Was ist mit dem Keller? Hat ein Vorhängeschloss. Ich habe nachgesehen und es ist noch intakt. Sind Sie da auch sicher? Ja. Da konnte niemand reinkommen. Dann war der Mörder bereits im Hotel? Eins noch, als ich meine Runden machte, da... Tja, sah ich diesen Dr. Bird oben auf dem Dach. Das mit dem Champagner ist äußerst interessant. Und zwei Gläser. Eins davon im Badezimmer. Zerbrochen. Und die Rose. Ich frage mich, wie lange Miss Pursehouse wohl schon Mitglied ist in diesem Verein für übersinnliche Studien in der Lyme Regis Zweigstelle, wo die Luft zu dünn ist. Wobei, es wäre leicht, das Glas so zu manipulieren, dass einer der Anwesenden Angst bekommt, oder? Welche Rose, Miss Marple? Bevor Captain Trevelyan losfuhr, um zu tun, was auch immer es zu erledigen galt, bevor er hier eintraf, da schnitt er für sich eine Mrs. Herbert Stephens. Verdammt. Aber die Sorte ist nicht wichtig. Obgleich ich sie liebe, diese vollknospigen Wintermehrfachblütler, sie nicht auch? Aber ich fand es ungewöhnlich, dass er eine Ansteckblume trug. Er wollte möglichst gut aussehen. Und Champagner für zwei? Möglicherweise ist ja eine Frau involviert. Eine Frau? Trevelyan? Menschen sind voller Überraschungen, Mr. Burnaby. Habe ich nicht recht? Nun, er ist ein zwielichtiger Geselle. Dem traue ich alles zu. Zigarette, Charles? Ha? Nein, danke, danke. Hat Captain Trevelyan eigentlich konkret zu Mr. Pearson gesagt, dass er aus seinem Testament gestrichen ist? Er hat es angedeutet, dass es dazu kommen könnte. Er scheint es versäumt zu haben. Dies ist sein Testament. Ich fand unter den Sachen des Captains diese Flugtickets hier. Er hatte vor, das Land heute zu verlassen. Er wollte nach Buenos Aires. Buenos Aires? Er hatte zwei Plätze gebucht. Einen auf seinen Namen und einen auf Mrs. Trevelyan. Mrs. Trevelyan? Wir vermuten, dass er gestern geheiratet hat und heute die Flitterwochen mit seiner Frau antreten wollte, die gestern Nacht mit in seinem Zimmer war. Ich... Ja? Mir fällt es nur schwer, das zu glauben. Schwer? Ist es denn so schwer zu glauben, dass zwei Schiffe, die umhertreiben, in einem Ozean von Einsamkeit sich finden und binden und Kurs einschlagen in Richtung Insel der Träume, geleitet von den glitzernden Sternen und bewacht vom Himmelszelt? Ja, Violet, du hättest wieder einen Daddy gekriegt. Doch nun, zweimal verwitwet, meine letzte Chance auf etwas Glück vertan, für immer. Ja.
Entschuldigen Sie mich. Ach, da wären wir. Badezimmer ist hier durch, Mr. Fusis. Der Boiler, der ist leider defekt. Wenn Sie also heißes Wasser wollen, muss ich es Ihnen raufbringen. Ihr Cousin könnte ja diese Trennwand zwischen die Betten stellen, dann hat jeder etwas für sich. Danke, wir kommen zurecht. Übrigens, wissen Sie, ob Mr. Zimmerman Metzger ist? Ich hörte nur, wie er gestern mit diesem Doktor übers Schlachten sprach. Schlachten? Keine Ahnung. Danke für das saubere Hemd. Ja, ja, ich meine ja nur. Schrecklich hier. Das Bett ist übel. Dann schlage ich vor, Sie ziehen in Trevelyans Zimmer und ich bleibe hier. Wieso ziehen Sie nicht in Trevelyans Zimmer? Ich will nicht im Bett eines Toten schlafen. Nun, ich auch nicht. Dann sitzen wir hier anscheinend zusammen fest. Ich trug eine blaue Haarschleife. Ohrringe, Kleid, Brosche. Er lud meine Mutter und mich zum Tee nach Sittaford House ein. Ich war nur einmal dort. Ich spürte eine Präsenz. Präsenz? Clive lachte nur darüber. Aber da war irgendwas. Wieso haben Sie es Ihrer Mutter nicht erzählt? Sie haben sie kennengelernt. Wir trafen uns stets in seiner Londoner Wohnung. Vor einem Monat kam der Antrag und gestern fuhren wir ins Exeter Standesamt und wurden vermählt. Argentinien ist weit weg für Flitterwochen. Ich wusste nichts davon. Als er sagte, bring den Pass mit, dachte ich, Frankreich vielleicht. Was ist passiert letzte Nacht? Tut mir leid, wenn ich störe, aber haben Sie den Koch gesehen? Wieso? Ich möchte mich beschweren. Über seinen Custard. Verstehen Sie eigentlich die Frauen? Nein. Ich dachte, ich verstehe Männer, aber scheinbar auch das nicht. Was denken Sie eigentlich über Elizabeth, Miss Purshouse? Ich habe sie zu einem Konzert nächste Woche eingeladen, aber sie sagte nein. Elgar. Der ist recht gut. Daran lag es nicht. Sie scheint nichts von mir wissen zu wollen. Was kann ich da nur tun? Sagen Sie doch erst mal, was Sie hier machen. Das spielt keine Rolle mehr. Mein Name ist Donald Garfield, offiziell zugelassener Spürhund der Regierung. Trevelyan hätte Premier werden können. Ich war angewiesen, eventuelle Leichen im Keller seines Wahlkreises zu finden. Was wollen Sie? Ich habe Informationen. Und? Es wäre schön, wenn Sie mir etwas Geld leihen. Dauerhaft, versteht sich. Wenn Sie was wissen, Doktor, dann sollten Sie... Was ist schon ein Pfund unter Freunden, ha? Hm? Ich hoffe, das ist es auch wert. Ich bin mein Geld immer wert. Ich habe letzte Nacht keine Sterne betrachtet. Was taten Sie dann? Ich informierte mich über ein Schlachtfest in Los Angeles. Die Rams wollten Blut sehen. Mr. Zimmerman zwang mich zu lügen. Er zwang Sie, Doktor? Tja, falls Sie überhaupt ein Doktor sind. Ich bin sein Geschöpf. Und nein, ich bin längst kein Doktor mehr. Ich verlor meine Approbation wegen standeswidrigen Verhaltens. Welcher Art? Da sind zu viele Worte nur unklug, finde ich. Aber was Geld angeht, muss ich mich jetzt an jede verfügbare Quelle wenden, Sie verstehen. Waren es Drogen? Habe ich vergessen. Diese Kapseln, die Sie ihm geben, was ist das? Das ist reine Dutzendware, die er teuer bezahlt. Ein Placebo. Es macht ihn glücklich und ich kann meine Miete bezahlen. Hören Sie, er wollte gestern Abend nicht kooperieren. Also dachte ich, machen wir es beim Frühstück. Aber da war er schon abgetreten. Also haben Sie seine Unterschrift gefälscht? Ja. Was war das für ein Dokument? Ein Schriftstück. Von Trevelyan, das mich von jeder Verfehlung beim TX-75-Skandal freispricht. Enderby! Enderby, alter Knabe, kommen Sie! Oh. Ziemlich laut sind Sie heute. Was gibt es denn, ha? Bitte, sagen Sie, Mr. Enderby, ich möchte gestehen, bitte.
Dann schießen Sie los. Ich bin es gewesen, der das Glas so manipulierte, dass Tod erschien. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Gesellschaftsspiel, Hokuspokus. Ich will nur wissen, wer Clive getötet hat. Nun, ich war's nicht. Ich erbe ja auch nichts, oder? Eins kann ich Ihnen aber sagen. Gestern Abend hörte ich Archie Stone, den Koch und Kirkwood. Sie hatten wohl vergessen, dass ich in Einzelhaft saß, mit nichts weiter zu trinken als einer Flasche Koch-Sherry. Jedenfalls will der Koch nach dem Dinner türmen. Wenn Sie also nach dem Mörder suchen, würde ich sagen, er ist Ihr Mann. Das ist wahr, Emily. Was wissen Sie denn schon von der Wahrheit? Sie quittierten Clives Großzügigkeit mit Verantwortungslosigkeit. Und wenn Sie glauben, sich aus dieser Sache mit Lügen rauswinden zu können, dann liegen Sie aber falsch. Ah, Jim hat sie gehört. Stone will heute Abend abhauen. Oh. Natürlich glaubt Charlie ihm nicht. Das habe ich nicht gesagt. Und Sie, Emily? Aber sicher glaube ich ihm, natürlich. Sie müssen erschöpft sein, Sie beide, und Sie frieren sicher. Ich hole Ihnen eine Suppe. Oh, ich werde mich kurz umziehen. Dieses Hotel ist schrecklich schmutzig. Im Gästebuch war Kohlenstaub. Ich denke, sie hat Zweifel bezüglich Jim. Oh, ich glaube, er hat wirklich etwas mitgehört, aber vielleicht war es nicht das, was es schien. Nein, ich meinte... Vielleicht, dass sie Zweifel wegen ihrer Verlobung hat? Ja. Ich meine, natürlich tut es mir leid, wenn sie das aufregt, aber ich kann mir nicht helfen. Ich habe noch nie eine kennengelernt wie Emily. Und ich glaube, Emily hat noch nie einen wie sie kennengelernt. Ich weiß, wie ich mich hereingemogelt habe, war ein übler Trick, doch ich kann ehrlich sagen, ich mache mir keinen Kopf mehr über Trevelyan. Jetzt geht es nur noch um Emily. Warmer Nachmittagstee. Großartige Tradition. Das fühlt sich an wie im Krieg, oder, Elizabeth? Bloß nicht so spaßig. Weiß jemand, ob der Sträfling gefangen wurde? Uns passiert schon nichts. Ein Blick in dieses Loch und er wird sich in seine Zelle zurückwünschen. Glücklicherweise ist der zähe Mr. Enderby dem Mörder auf der Spur. Ich habe gehört, wie er mit einer Miss Marbles in Sitterford House sprach. Es ging dabei wohl um Ägypten und den Fluch eines Skorpions. Ägypten? Was für ein Skorpion? Erzählen Sie mal von Ihrer Familie, Brüder, Schwester. Oh, Einzelkind, West Norwood. Mutter starb, als ich 3 war. Und Ihr Vater? Sie trennten sich früh, hab ihn nie kennengelernt. Er starb erst vor kurzem, hörte ich. Bitte, könnten Sie mir den Schwamm reichen? Wer hat Sie aufgezogen? Nonnen. Streng? Sie trugen den Teufel in sich. In West Norwood? Wenn Sie so wollen. Aber ich habe mich gewehrt. Sie waren es, die sagten trotzdem Teufel. Und das tat ich. Sie mussten leiden. Da fehlt heißes Wasser. Ich mach das schon. Das ist ein heiliger Goldskorpion der Sekens. Prädynastische Pharaonen. Vor 3 Jahren wurde ein bis dahin unbekanntes Sekengrabmal ausgegraben, ganz in der Nähe, wo Captain Trevelyan stationiert war. 1927. Aber die Schätze waren bereits geplündert worden, inklusive des Skorpions. Ihr Freund war ein ambitionierter junger Mann und um sich in der Politik zu etablieren, brauchte er ganz sicher Geld und zwar eine ganze Menge. Schockiere ich Sie? Leider nicht mehr, Miss Marple, nicht wirklich, nein. Aber was hat der Skorpion mit dem Mord an Clive zu tun, egal wo er ihn her hat? Nun ja, ein Fluch soll jeden ereilen, der die Ruhe des toten Königs stört. Das glauben Sie doch nicht, nein, oder? Sicher nicht, Mr. Enderby. Aber vielleicht hoffte der Mörder, dass wir es glauben. Natürlich ist Mr. Gali hier der Experte, was Ägypten betrifft. Ahmed Gali und seine Komplizin. Jetzt sind wir also in seinem Zimmer. Wie wollen Sie mich? Lächelnd. Trevelyan hat gelächelt. Das war nicht nur die Totenstarre. Violet sah ihn kurz nachdem er getötet wurde. Irgendetwas brachte ihn zum Lächeln. Kann ich jetzt aufhören? Mein Gesicht bringt mich noch um. Die Bäder in dieser Absteige, ich hasse tropfende Wasserhähne. Du bist so wunderschön. Da oben ist etwas. Miss Willett, Archie Stone ist mein Cousin. Sein echter Name ist Harold Wells, Nummer 4632, häufig Gast Ihrer Majestät im Dartmoor-Gefängnis. Er
Und Ihre Mutter lernten sich kennen, als er zuletzt draußen war und konnten die Hände nicht voneinander lassen. Sozusagen. Sie ließen mich das Hotel kaufen, vor einem Jahr, damit Ihre Herzen wieder im Einklang schlagen konnten. Ihre sogenannten Vogelbeobachtungsausflüge in Dartmoor waren eine Tarnung, um Ihren Geliebten im Gefängnis zu besuchen. Um seine Flucht zu planen und um ein Versteck zu finden. Für die Wechselkleidung, die sie für ihn in ihrem Rucksack versteckt hatte. Deshalb entließ Kirkwood, also das Personal. Unter anderem den echten Koch, den echten Archie Stone. Ja. Aber Miss Pursehouse sah ihn kurz in der Küche und Mr. Kirkwood stahl darauf ihre Brille. Sonst hätte sie den Hochstapler womöglich erkannt. Ziemlich kluger Plan. Nicht annähernd so klug wie der des Mörders. Also ich würde Jim Pearson nicht gerade als klug bezeichnen. Was denken Sie? Klug? Nein. Ich auch nicht, nein. Aber ich glaube auch nicht, dass Jim Pearson der Mörder ist. Ich muss sagen, er stand schon sehr im Mittelpunkt an jenem Abend. Captain Trevelyan, habe ich recht? Zimmerman wollte unbedingt seine Unterschrift. Violet Village stand vor der Hochzeitsnacht mit ihm. Ihre Mutter hing an seinen Lippen. Mr. Smith, Jones Garfield, schnüffelte herum. Jim voller Panik, dass er enterbt wird. Und Miss Pursehouse, die Rachegelüste gegen ihn pflegte. Nicht zu vergessen ihre Sorge, Mr. Enderby, über den versuchten Giftmord an ihrem teuersten Kameraden. Also wenn Jim wirklich unschuldig ist, tut mir sehr leid, Miss Marple. Dann bin ich jetzt völlig verwirrt. Du nicht auch? Ich stimme dir ganz zu, ja. Also hat der Skorpion Ägypten nun irgendwas damit zu tun, weshalb er getötet wurde? Das sind sogar die Hauptgründe dafür, wie ich gestern von Miss Pursehouse erfuhr. Es war in Ägypten, wo Captain Trevelyan sich entschied, etwas zu tun, das 25 Jahre später zu seinem Tod führte. Aber es war nicht der Mord an Arthur Hopkins. In gewisser Weise schon. Ich werde mich ändern. Ich werde ein versöhnlicher Mensch werden. Und ich bin 100% bereit, dir zu verzeihen, dass du dachtest, ich könnte zum Mörder werden. Und ich würde dich liebend gern zum Altar führen. Charles wurde nie geliebt. Nur von seiner Mutter. Wenn auch nur kurz. Captain Trevelyan wurde vergöttert. Von Violet Hopkins, Violet Willett. Und seinen Freunden. Und hat er sie geliebt? Da bin ich ganz sicher. Ja, klingt nach Ihrem Taxi, Miss Marple. Ich bin froh, dass Violet möchte, dass Sie in Sittaford House bleiben. Ja,